dicke Reifen, viel Chrom, Easy Rider Design und dröhnender Sound. Der Traum echter Biker. Doch halt! Dieser Biker kann's auch ohne Lärm. Und dieser Elektroroller ist ab 16 Jahren ohne Prüfung und ohne Helm legal. Allerdings müssen 20 Stundenkilometer reichen fürs Biker-Feeling. Was taugen diese neuen Elektrofahrzeuge technisch gesehen? Der TCS macht für Kassensturz den Test an diesen 7 populären E-Rollern. Da prallen Gegensätze aufeinander. Fette Schlappen gegen elegante Reifen. Urban Chic gegen Outlaw Groove. Der Preisrange zwischen 2.300 und 3.800 Franken. Es ist ein Trend bei Jungen und Junggebliebenen. Es ist urbane Mobilität. Es sind viele Leute, die potenziell in Frage kämen für so ein Gefährt. Es ist klar, es sind alle die, die nicht Velo fahren wollen. Der erste Teil des Tests findet auf dem TCS-Rollenmessstand in Biel statt. Die Fachleute messen neben dem Ladeverhalten die Belastbarkeit des Motors während 30 Minuten und die Spitzengeschwindigkeit. Das Gesetz ist klar. Diese Gefährte dürfen, wenn man die Pedale nicht einsetzt, höchstens 20 km pro Stunde fahren. Das Fatbike hat 23 auf dem Tacho. Fährt es also zu schnell? Ja, jetzt haben wir auf dem Tacho 23. In Realität, wenn ich auf dem Bildschirm schaue, ist es 20,3, 20,2. Ja, es ist ein Blöffer. Andere jedoch blöffen nicht. 3 der 7 E-Roller fahren tatsächlich zu schnell. 23 bis 25 statt 20 Stundenkilometer. Im Moment ist das illegal. Aktuell ist die gesetzliche Limite 20. Das ist so. Es hat im Moment einen Vorstoss benannt im Parlament, wo vorgesehen, dass man eventuell eine Harmonisierung mit dem europäischen Gesetz anstreben würde. Das heisst, dass man dort die gleichen Rahmenbedingungen hat wie das angrenzende Ausland. Und eventuell wird es 25 km/h in absehbarer Zeit. Trotz leichter Geschwindigkeitsüberschreitung, mit dem TCS-Prädikat empfehlenswert ausgezeichnet, mit 54 von 100 möglichen Punkten, von Forza das Modell Sky 2 Racing. Erhältlich in den Ladengeschäften von Easy Motors für 3.590 Franken. Dieser Roller hat die größte Reichweite im Test, dafür Schwächen bei der Handhabung. Zweites Testsetting. Die Experten prüfen die Bauqualität. Auf der positiven Seite, alle Batterien lassen sich herausnehmen. Und die hier sind sogar mit Sicherungen gegen Kurzschlüsse gesichert. Einige Roller haben Wegfahrsperren, die per Knopfdruck die Räder blockieren. Und allgemein sind die Bremsscheiben üppig dimensioniert. Negativ aufgefallen sind hingegen diese mitdrehenden Pedale. Dort, wo sie mitdreht, ist es wirklich sicherheitsbedenklich. Sobald man eine Kurve geht, kann man aufschlagen am Boden. Und die anderen Geräte, die wir sehen, die es nicht mitdreht, ist es einfach, entweder sind sie zu kurz, sie nützen einfach nichts. Bei diesem Modell wackelt die Gabel nach wenigen Kilometern. Wurde bei der Montage geschlampt? Hier ist der Einbau der Batterie nach dem Laden fummelig. Und dieser Schalter ließe sich mit Handschuhen kaum vernünftig betätigen. Insgesamt seien diese Roller doch recht billig gemacht, sagt der Experte. Es ist weniger ein Sicherheitsthema, es ist mehr ein Nachhaltigkeitsthema. Wie lange leben die Gefährte wirklich? Um entsprechend Kilometer machen. Das Bremsvermögen ist ein wichtiges Kriterium. Sind die Bremsen so gut, wie sie aussehen? Von den kurzen Bremswegen waren sogar die Experten überrascht. Ja, sie sind definitiv gut. Sie sind fast überdimensioniert für die Geräte, die eigentlich nur 20 Stundenkilometer fahren. Ebenfalls empfehlenswert für diese Roller, alle mit 59 von 100 Punkten. City Twister 3.0 Fatboy, erhältlich bei Easy Motors. Unhandlich beim Fahren, dafür gute Reichweite. Von Ridelec der Bikers One, erhältlich bei eMove Motors. Geringere Reichweite als der Fatboy und ähnlich bescheidene Fahreigenschaften. Und das online erhältliche Trotti Milano.
Es fährt nicht allzu weit, ist aber wendig. Beim Handling zeigten die E-Roller große Unterschiede. Die einen tänzelten durch den Slalom-Parcours. Und andere, besonders die Bikes im Chopper-Look, pflügten sich ihren Weg recht schwerfällig. Eine weitere Überraschung gab's beim Reichweitentest. Alle E-Roller sind durchaus alltagstauglich. Dennoch, der Beste fuhr fast doppelt so weit wie der Schlechteste. Angegeben ist zwischen irgendwo 50 und 70 km Reichweite. In Realität sind sie alle weitergekommen. Zum Beispiel bei dem, wo wir jetzt drauf hocken, 93 km. Das Prädikat sehr empfehlenswert erhielten der Roller Vespino 7IS, das teuerste Gefährt im Test. Er überzeugte mit hochwertigen Bremsen. Der Yadea V7 ist nichts für große Fahrer, hat dafür eine gute Reichweite. Der günstigste Roller im Test. Zusammen mit dem Testsieger Yadea DE3. Er erzielte in allen Kategorien ausgeglichen gute Resultate. Es geht definitiv ohne Motorgeknatter. Und dank Bluetooth und eingebauten Lautsprechern müssen auch Elektrobiker on the road nicht auf den satten Sound verzichten. Keiner von diesen E-Roller ist ungenügend, das ist erfreulich. Aber wir haben gesehen, es gibt doch einige markante Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen. Das heisst mit anderen Worten, es lohnt sich durchaus genau herzuschauen, wenn man sich für so ein Gefährt interessiert. Tabellen mit allen Details und weiteren Tipps zum Kauf gibt es bei uns online. Und vielleicht noch zum Abrunden, wir haben es ja im Beitrag gehört, ein paar von diesen Maschinen fahren ein bisschen schneller als erlaubt. Die Händler sagen uns dazu, es waren genau drei, die Händler sagen uns dazu, mit einem Software-Update können wir das, wenn man denn will, korrigieren.